Für unsere Tour. Ja. Das ist sonst noch. Und eine Flasche Apfelschorle. Die Brötchen sind aber ganz besonders lecker bei Ihnen. Oh, das ist schön. Das war's. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Morgen. Willkommen in Mannheim. Ja, das ist unser Dorf. Hier sind wir groß geworden. Wir befinden uns mitten im Herzen von Mannheim, direkt am Marktplatz. Genau. Und das Dörfchen, das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Oh, guck mal, da kommt schon unser Taxi. Oh ja, komm, dann los. Mannheim,
Ein kleiner Ort in Nordrhein-Westfalen, 20 Kilometer westlich von Köln. Im Jahre 898 wurde Mannheim erstmals schriftlich erwähnt. Diese Dokumentation zeigt ein Dorf, das in den nächsten Jahren dem sich langsam nähernden Braunkohletagebau weichen soll. Für die Welt ist es nur ein Dorf, doch für die 1650 Einwohner geht damit eine Welt mit langer Geschichte verloren. Dieser Film versucht für uns alle, ein Stück Heimat zu bewahren. Charlie, wir fahren zuerst mal die Forsterstraße hoch. Das ist die längste Straße bei uns im Ort. Vor allem finden sich hier auch die meisten denkmalgeschützten Gebäude, so wie unsere alte Kapelle. Und da sollten wir auch jetzt mal unseren ersten Halt machen. Renoviert. Kannst du mal reingucken. Ja, das ist ein schönes Ding, ne? Ja. Hallo. 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 Ja, voller Mensch. Sie sind jetzt aktiv hier im Moment, die Ortsvorsteherin? Ja, jetzt schon seit 7 Jahren. 7 Jahre schon. Und macht mir also sehr viel Spaß. Mhm. Und so in Sachen Umsiedlung, da sind Sie auch mit der Stadt in Verhandlung immer, oder? In Sachen Umsiedlung gibt es ja den Arbeitskreis Mannheim, wo ich als Ortsvorsteherin auch dabei bin. Wie fassen denn die Mannheimer das Thema Umsiedlung bisher auf, also so emotional? Ja, das ist so ein bisschen zwiespältig gesehen worden, weil immer wieder Stimmen laut wurden, wo gesagt wurden, es wird also keine Umsiedlung geben, und für andere ist das also klipp und klar, dass die Umsiedlung kommen wird. Von daher war also bisher immer eine Verunsicherung der Bürger auch da, obwohl dann der Bürgerausschuss auch immer gesagt hat, also Leute hier, es wird kommen, wir müssen uns vorbereiten, und je früher wir uns vorbereiten und Dinge in die Wege leiten, umso besser. Eine schöne Sache ist eine Umsiedlung selbstverständlich nicht, das wünscht sich niemand, aber das liegt eben nicht in unserer Hand. Wir sind da leider das letzte Ende, was es trifft. Ja. Herr Winz, Sie sind ja ehemaliger Stadtdirektor von Kerpen und auch alteingesessener Mannheimer. Glauben Sie, dass die Mannheimer nach einer Umsiedlung auch noch zusammenhalten? Also, dass die Mannheimer geschlossen umziehen, oder glauben Sie, dass alles wird etwas auseinanderdriften? Ja, das hängt auch von uns selbst ab. Ich bin seit einiger Zeit in diesem Bürgerausschuss engagiert. Unser Anliegen ist, dass der Ort sich zusammenschließt. Nämlich nur gemeinsam kann man gegen Rhein-Braun und andere große Interessengruppen etwas durchsetzen. Ich meine, es liegt an uns, möglichst viele mit nach Mannheim zu nehmen. Wenn die Leute in Alt-Mannheim sehen, dass wir eine gute Perspektive für Neu-Mannheim aufbauen können, dass die Lebensqualität, Wohnqualität sich dort wieder sehr gut darstellen wird, meine ich, werden viele mit umsiedeln. Und wie läuft das bisher so mit der Stadt Kerpen, die Zusammenarbeit? Ja, bisher hat die Stadt Kerpen nicht durch sehr große Aktivitäten geglänzt. Mhm. Wir haben ja im Frühjahr dieses Jahres eine große Bürgerversammlung hier durchgeführt in Mannheim, die überraschend gut besucht war. Jetzt ist inzwischen sogar so, dass die viele Forderungen von uns jetzt bereits schon erfüllt sind. Thema Hallenbad, Mannheim,
bleibt bestehen. Unsere Forderung, das so lange zu bestehen zu lassen, bis eben man umgesiedelt wird, ist von allen Parteien in diesem Rat anerkannt worden. Wie läuft dann so grundsätzlich zwischen Ihnen die Zusammenarbeit? Das ist ja genau das Wichtige hier in Mannheim, dass wir auf dieses gemeinsame Ziel hinarbeiten müssen. Und nur wenn alle gemeinsam, egal welcher Partei oder welchen Alters auch, junge, alte, alle Parteien müssen zusammenarbeiten, damit wir für Mannheim das Beste erreichen können. Sonst funktioniert es nicht. Man sieht ja so in Mannheim allgemein das eben. Es wird ja sehr gepflegt, alles von der Stadt auch. Ne? Also das scheint ja nicht vernachlässigt werden. Nein, das ist also auch das Bestreben, das ist auch immer wieder diskutiert worden, dass Mannheim also so behandelt wird in der Stadt Kerpen wie jeder andere Ort auch. Also das Thema Umsiedlung ist also für die Pflege des Ortes kein Thema. Der Ort wird gepflegt wie jeder andere Ort auch. Ja, das ist schön. Ja. Wie ist das so mit Denkmälern, wie jetzt hier die Kapelle oder die Kreuze? Wird sowas gerettet oder... Das ist unser Bestreben und darum haben wir das eben auch auf verschiedenen Ebenen dokumentiert, die ganzen Kreuze und Denkmäler, und es gibt ja auch noch einige ältere Gebäude, Gehöfte, die stehen alle unter Denkmalschutz, sind also vom Denkmalschutz dokumentiert. Und wir wollen also so viel wie möglich rüberretten, wie eben geht. Am leichtesten ist es natürlich, die Bildstöcke mit in den neuen Ort zu nehmen oder das Denkmal, die Denkmaltafel. Es ist auch mal angedacht worden, die Kapelle wieder dort am neuen Ort aufzubauen. Da muss man einfach gucken, wie sich dann die neue Ortsplanung darstellt und wo man die Dinge alle unterbringen kann. Also insgesamt sehen Sie der Sache dann positiv entgegen, dass das funktionieren könnte, alles reibungslos und zufriedenstellend für alle. Liegt auch in unserer Hand, ne? Wenn die Mannheimer mitmachen, sich engagieren, auch bei der kommenden Wahl des Bürgerbeirates, eine möglichst hohe Wahlbeteiligung rauskommt. Wenn die, mit denen wir zu verhandeln später haben, sehen, der Ort steht geschlossen hinter den Leuten, die dann gewählt worden sind, glaube ich, dass vieles zu erreichen sein wird. Um wie viele Menschen und Haushalte handelt es sich eigentlich? Wir haben hier in Mannheim ca. 750 Haushalte, also sprich aktuell jetzt zahlt Juni 1674 Einwohner. Ah ja, ganz genau. Und es ist im Moment wieder etwas steigend, weil viele Häuser, die jetzt frei geworden sind, von jungen Familien bezogen werden, sprich also wo vorher eine Person gelebt hat, ziehen jetzt vier ein und dadurch eben diese Steigerung der Einwohnerzahl. Ja, das ist ja schön. Ja gut, ich denke, wir danken für das Gespräch. Vielen Dank. Ja. Gerne. Und dann drücken wir uns allen die Daumen, dass das wunderbar funktioniert. Wir auch. Ja? Da können wir alle was zu tun. Ja, ja, wir sind dabei. Ja? Dann vielen Dank. Ja, dann kommen wir weiter. Ne? Dann noch viel Spaß. Tschüss. Das Kreuz von der Familie Pellone, da wurde der Jesus gestohlen und dann Anfang des Jahres von einem Künstler neu gestaltet. Schau mal hier links, das gelbe Haus. Das soll eines der ältesten Häuser im Ort sein. Ja genau, das ist das Forsthaus. Das hat vor wenigen Jahrzehnten noch mitten im Wald gestanden. Lass uns mal einen Abstecher rechts zum Tropi machen.
Wir fahren jetzt hier rechts an unserer dorfeigenen Disco vorbei, dem Tropicana. Allgemein unter Tropi bekannt. Ich habe hier damals mein erstes Bier getrunken. So, hier bitte mal wenden, Charlie. So, wir sind jetzt wieder auf der Friedensstraße. Martin, du hast doch damals hier gewohnt. Warum heißt die Straße eigentlich so? Ja, das kann ich dir sagen. Nach dem Krieg wurde hier eine komplett neue Straße angelegt für Flüchtlinge aus Ostgebieten. Hier in unserer Schützenhalle haben wir schon so manches Fest gefeiert. Hochzeiten, Karneval, Schützenfest, Maifest und so weiter und so weiter. Drüben unser alter Kindergarten. Hier hat bestimmt jeder meiner mal schöne Kindheitstage verbracht. So, Charlie, hier mal bitte links zum Jugendzentrum einlegen. Ich würde mal was fragen. Ja.
Wie lange betreust du denn die Jugendlichen in Mannheim schon? Kinder und Jugendlichen betreue ich schon seit 16 Jahren. Seit 16 Jahren? Ja. Und wie schätzt du die Bedeutung für die Kinder ein? Ja, ich denke, das ist ganz schön wichtig, weil es ein Jugendzentrum hier in Mannheim gibt. Wie ist das mit euch, mit den Älteren? Also ihr seid ja auch regelmäßig hier. Wie wichtig ist das Jugendzentrum für euch? Ganz wichtig. Das ist unsere Managerin. Dann los. Der wichtigste ja, Traum ist schon super wichtig, weil wir nicht wissen, was wir sonst tun sollen, wenn es dann nicht auf ist. Was beschäftigt die Jugendlichen jetzt heute so? Es geht vor allen Dingen also neue Medien. Das interessiert sehr. Habt ihr jetzt einen gratis Internetanschluss für alle? Weißt du, du kannst auch noch drüber gucken, ob das alles sauber ist, was da geguckt wird. Also es sind viele Sachen, die wir auch schon mal gesperrt haben. Ja, echt? Also wir haben da so einen Administrator, also einer vom Roten Kreuz, der die ganzen Computer bautechnische Veränderungen immer gerne gemacht und immer gerne gesehen. Ja? Im Moment bauen wir hier so eine Art Chill-Out-Ecke. Ja, haben wir gesehen, ja, die haben da sowas gebaut. Ja. Aber so ist wahrscheinlich, Kasten sind wahrscheinlich nicht so voll hier, ne? Nee, das ist, also es ist schon schwierig, ne? Also die Kürzungen der Stadt haben schon ziemliche Einschnitte so in den gesamten letzten Jahren. Also wir beide arbeiten nur noch mit 28 Stunden in der Woche. Und, also habt ihr jetzt kürzere Öffnungszeiten als früher? Ja, klar. Also du machst jetzt quasi von deiner Freizeit selber noch was dazu? Ja. Wie wichtig schätzt du die Institution Jugendzentrum ein, hier in so einem kleinen Ort auf Mannheim? Also in so einem kleinen Ort halte ich die für sehr, sehr wichtig. Ja. Ich denke, dass das, was sonst in Mannheim angeboten wird, vereinsgebunden ist. Und hier können die Kinder und Jugendlichen einfach hinkommen, ohne irgendwelche Ansprüche. Also wir haben hier keine Ansprüche, sondern die Kinder können kommen. Freunde und Jugendliche können kommen, was sie gerne machen möchten. Und es entsteht kein Erfolgsdruck. Gar nichts sein. Oder wenn wir vom Kinderprogramm irgendwas machen, zum Beispiel da hinten dieses Bild, das Aquariumbild. Mhm. Also. Das war ja sehr schön, ne? Weil das ist eine ganz tolle Sache. Das haben dann die Großen auch Interesse, das nachzumachen. Ja. Sie ist jetzt hier die jüngere Nachfolgerin, ja. Erst seit einem Jahr. Seit einem Jahr? Aber vor, also richtig schon, oder? Ja, das ist noch ein schon gemacht. Ist ja nicht viel älter als der Rest dann, oder? Nee. Manche haben noch ein echtes Problem mit. Aber ich noch nicht. Aber es geht. Ja, wie ist das so bei euch in eurem Alter? Ist das schön, dass ihr sowas gibt? Ja. Wisst ihr also von euren Eltern schon, ob ihr nach Neumannheim oder wohnt ihr alleine schon oder wie? Ja, also wir wohnen schon allein. Wollt ihr auch nach Neumannheim oder? Ich nicht. Ich würde euch nicht so oft gebunden. Ich finde so neu aufgebaute Orte immer ätzend. Also ich will schon noch mal. Also würdet ihr lieber so, dass es so bleibt, wie es jetzt ist? Ja, das wäre natürlich am besten. Würde ich mal sagen. Vielen Dank. Ne? Ja. Und viel Erfolg weiterhin. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ich bin Thomas Born. Ich finde das nicht gut, dass man einem weggebaggert wird. Der soll einfach stehen bleiben. Guck mal hier, unser Spiegelplatz. Ja, das erinnert mich aber an meine Jugend. Ja, das waren noch schöne Zeiten, was? Ach, guck mal, unsere schöne alte Schule. Ja, kannst du dich an die Zeit noch gut erinnern? Ja, ja. Guck mal, hier auch. Hier haben wir doch Ketka geübt, aber mit der Polizei. Hier sind noch die ganzen Linien drauf. Immer noch da, ne? Ist ja. Wahnsinn. Ach, Herr Kohlmeier. Hallo, Herr Kohlmeier. Grüße Sie. Na? Guten Tag, Herr Kohlmeier. Dass es Sie noch gibt? Ja, natürlich. Sie waren ja mal unser Dorfscheriff hier, was? Ja. Wie lange waren Sie Polizist? 36 Jahre insgesamt. Ja. Und davon 22 Jahre als Dorfscheriff in Anführungsstrichen. Hier für den Ort Mannheim zuständig. Ja. Wir haben ja auch mit Ihnen hier immer geübt, Ketka fahren. Ja, ne? Genau. Und nicht nur Ketka, sondern auch etwas später mit den Fahrrädern.
Ja, stimmt. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Du auch? Ja, ja, lustig. Ich erfahre, ich meine, das ist ja okay hier mit der Aufzeichnung. Man kann als Kind das genau erkennen, wo man abbiegen muss, wo man halten muss. Da waren ja auch richtige Verkehrsschilder und so, ne? Die konnte man da auch aufstellen. Da gab es ja auch einen Führerschein nachher. Teilweise, ja. Nicht immer, aber ab und zu haben wir dann mal für die Fahrschüler, also für die Fahrradfahrer dann einen Fahrradpass ausgestellt. So eine Urkunde, ja. So eine Urkunde, und die waren dann natürlich ganz happy. Aha. Ich hatte auf jeden Fall einen. Ja. Und uns kennen sie auch noch als Mofa-Raudis. Ja, natürlich. Ja. Nur weil die Sachen, die damals vorgefallen sind, decken wir den Mantel des Schweigens. Ja. Und ansonsten, war es in Mannheim ruhig oder ist hier was Besonderes vorgefallen? An für sich ist Mannheim ein ruhiges Örtchen. Man lebt hier, kann das sagen, die Bürgerinnen und Bürger auf einer Insel. Ja. Also so viel ist da nicht passiert. Nee. Natürlich ist hin und wieder mal eine Leuchtstoffröhre kaputt gegangen oder eine Scheibe wurde eingeschlagen. Aber ich glaube, das ist in den anderen Städten bzw. Dörfern in ganz Deutschland genauso. Aber so ein paar schwarze Schafe, die haben sie auch hier gehabt. Ja. Ist schon mal häufiger aufgefallen. Ja, das kann man wohl sagen. Aber da möchte ich nicht drüber sprechen. Namen wollen wir keine. Nee. Ja. Das machen wir. Okay. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Bitte schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und genießen Sie Ihre Lebensabend dann, ne? Ja, als Rentner. Pensionär. Danke. Tschüss. Tschüss. Schwimmbad. Ja. Schwimmbad. Und guck mal rein, ne? Muss man auch gucken. Ja, komm, da gehen wir doch mal reinschauen. Oder? Schon das Lied ist heute. Ja, stimmt. Weißt du noch, Bademeister Pfahl? Ja, stimmt. Der war hier wirklich jahrelang. Den kennt doch auch jeder, oder? Ja. Vor allem die ganze Familie war dabei. Ja. Frau Phasen, der Jürgen Phasen, sein Sohn, der war auch Bademeister. Und hier ist unsere alte Turnhalle. Oh ja. Guck mal, ist immer noch alles so wie damals, ne? Ja. Aber ich glaube, die wird auch noch viel genutzt von den ganzen Vereinen. Ja, überleg mal, der Judo-Verein ist ja super bekannt. Der Judo-Verein. Volleyballverein. Weltweit Erfolge, ja. Volleyball. Und hier wird natürlich jedes Jahr Karneval gefeiert, ne? Ja, das stimmt. Volle Halle dann, richtig voll. Ja, naja, gucken wir mal weiter, ne? Ja. Das jetzt hier Orgelspiele? Hier jetzt? Ja. Seit 1973. Echt? Hier in der Kirche? Ja.
Ach, vorher schon woanders, oder was? Ja, ja. Ich bin ja 1954 hier hingekommen. Aha. Als Lehrer. Aha. Aus dem Ruhrgebiet, ne? Aus dem Ruhrgebiet. Hört man noch ein bisschen noch. In Mülheim. Mülheim-Oberhausen. Da bin ich hingekommen und dann bin ich hier in der Schule gewesen. Und 1973, da ist ja der Dings gestorben, der Organist. Und also. Dann habe ich das übernommen. Aha. Vorher habe ich aber schon Chöre gehabt hier im Kreis und so. Drei verschiedene Chöre. Ja, und dann 1980, glaube ich, bin ich dann hier Schulleiter geworden. 80 Schulleiter. Und Lehrer seit wann? Ja, seit 1954. Seit 54. Lehrer, aber nicht in Mannheim. Hier, genau hier. Echt? Ich bin seit 1954 hier. Ja. Lehrer in Mannheim. Oh, wei. Und dann, ach, sind Sie vorher noch von Mülheim oder was gefahren, vom Ruhrgebiet? Nee. Wir sind sofort hier hingezogen. Also. Wir sind sofort hier hingezogen und haben sofort hier gewohnt. Das ist ein Ding. Da müssen Sie richtig, also wie alt sind Sie denn dann? 76. 43 Jahre Grundschullehrer. Also Sie kennt ja eigentlich jeder in Mannheim. Ja, ja, normalerweise. Von früher die, ne? Kennen Sie jeden hier? Ja, ne. Grundschule ist ja früher nicht hier gewesen. Das ist ja eine gesamte Schule gewesen, ne? Ach so, so eine Volksschule, ne? Volksschule, genau. Ja. Weißt du was? Jetzt gehen wir mal zu Tante Böhn. Stimmt, ja. Komm, gehen wir mal klingeln. Rufen wir die mal. Okay. So, hier sind wir bei Frau Böhnen. Hallo Frau Böhnen. Hallo. Dach zusammen. Wir waren gerade hier in der Kirche, haben wir gedacht, da können wir Sie mal kurz besuchen kommen. Das ist nett. Dann komm da rein. Ja, danke. Dankeschön. Komm da rein. Ja, wir haben so echt viel Zeug hier, wa? Boah. Wahnsinn. Mein lieber Mann. Das ist noch nicht alles. Nee? Der, mein Sohn, der Jürgen, kennst du doch, der Jürgen. Ja, der hinter Papa, ja, ja. Schon. Ja, ja. Der hat auch noch. Ja, jetzt sind wir mal hier, Frau Böhn. Wir haben gedacht, Sie sind ja auch so ein Mannheimer Urgestein. Sie gehören dazu Mannheim dazu wie der dicke Boom, ne? Ja, das stimmt. Das ist wahr. Vor allen Dingen mit der ganzen Jugend. Ne? Ja. Das ist wichtig. Ja, ich bin nach Mannheim gekommen als junges Mädchen mit 19 Jahren. Habe ich schon geheiratet, ne? War erst früh. Und da haben die Mädchen mich so verrückt gemacht und haben gesagt, Mensch, ich soll doch mit ihnen auch mal tanzen. Ne? Das ist, selbst du meistert immer schon all die Jahre, wir möchten das auch. Ja, und dann habe ich natürlich mit meinem Mann gesprochen. Und da sagte er, ja klar, mach es mit den jungen Mädchen. Da sind wir bei Rutschers, da haben wir da angefangen zu trainieren. Wann war das so, in welchen Jahren? Das war 1953. Haben Sie das schon gegründet? Ja, habe ich das schon gegründet. Und natürlich, ich habe dann immer mitgesprungen. Und da wurde ich schwanger, da kriegte ich den Heinz. Mhm. Und da habe ich gesagt, ist gut, dann warte ich, bis dass der Junge da ist. Mhm. Und dann tanze ich weiter mit. Ne? Mhm. Ja, und davon bin ich dann jetzt von 20 Jahren an, kann man sagen, am Tanzen mit der Jugend. Ja. Und da habe ich mich hingesetzt, wie der Junge da war, habe ich Tag und Nacht genäht. Die ganzen Kostüme, alles mache ich ja selber. Ja, alles selber genäht. Alles mache ich selber. Habe ich mich hier hingesetzt, ich habe brav Kinder. Das schon über 50 Jahre ja, schon, was? Ja, ich habe brav Kinder gehabt, da konnte ich nähen. Heute die kleinen Kinder, die sind ja alt, ne? Stimmt, aufgeregt. Sind ja lebhafter, ne? Aber die meinen waren immer, die wussten das nicht anders. Mutti muss nähen und da habe ich die ganzen Kostüme genäht. Und ich habe auch Näherin gelernt, ne? Habe ich die genäht und dann haben wir weiter einstudiert. Und dann fing es an, da hatten wir Auftritte, auch wurden wir überall lohnt. Wir waren hier im ganzen Kreis bis Jülich beim Hesselmann. Kennt ihr den Hesselmann noch? Nee. Kennt ihr nicht, ne? War ganz groß in Jülich. Da sind wir viel aufgetreten, mittwochs, samstags, sonntags und überall. Ja, und wie wir uns dann so hochentwickelt haben, sind wir auf Turniere gegangen. Da haben wir, sind wir schon bis auf die Meisterschaft. Wer ist das denn jetzt?
Ja, und dann sind wir da mehrfach Rhein-Erft-Verbandsmeister geworden, dann Rheinland-Pfalz-Meister schon und Nordrhein-Westfalen-Meister. Und auf der Deutschen schon bis zum Dritten gekommen. Und das ist ja halt viel, ne, für uns, ja. Kleindorf. Ja, und so macht es uns Spaß. Und da sind wir bis nach Jugoslawien, da waren wir ein paar Tage, ne. Die wollten uns am liebsten jedes Jahr haben, aber... Ach, sind Sie da eingeladen worden? Sind wir eingeladen worden. Von Bergheim hat uns da einer eingeladen, der hängt mit Bergheim zusammen. Ja, auf einmal kam jetzt Stadt Gerpen, haben hier Partnerschaft mit Polen. Waren wir jetzt auch schon ein paar Mal und die kommen zu uns, kommen auch im Dezember wieder zu uns. Übernachten die hier bei den Mädchen und so. Das ist auch schön. Das ist schön, so Partnerschaft. Ne? Mhm. Und wir waren da, also es war herrlich. Ja, und jetzt haben wir alles unsere Auftritte. Neue Kostüme sind wieder genäht worden. Werden die jedes Jahr neu genäht? Nein, nein. Aber Schaukostüme, ja. Wir hatten ja vorher, habt ihr den gesehen, der Sissi. Ja, war schön. Der Schöne. Und er war so schön, haben wir gesagt, ist auch zu teuer, das hat 1000 Euro gekostet. So viel Einnahmen hatten wir ja nicht. Ja, die können doch heute auch nicht mehr bezahlen, die Vereine. Und dann machen wir das nochmal. Aber für nächstes Jahr, dann die Saison, da haben wir schon wieder was wir machen. Was Neues geplant. Ganz Neues, aber das sage ich noch nicht. Ist das denn so, dass der Verein noch sehr stark gefördert wurde von den Mannheimern an sich? Also das heißt... Wenn der Verein jetzt woanders, in einem anderen Ort gegründet worden wäre, nur mal rein hypothetisch angenommen, wäre der dann auch so erfolgreich gewesen? Pass auf, der Erfolg ist gekommen, dadurch, dass wir, ich will das nicht angeben, aber gute Tanz haben. Ja. Ne? Und immer gute Tänze gemacht und alles, und da haben die uns gesehen. Jetzt habe ich zum Beispiel einen Auftritt in Krefeld, wir waren in Leverkusen. Und wie nennt sich das? Unser Chor? Ja. Erftland Tanzkorps. Heißt auch schon seit Anfang an? Nein, zuerst Rot-Weiß, Tanzgarde Rot-Weiß Mannheim. Rot-Weiß. Und nachher haben wir gesagt, ach, der Name ist aber nicht schön, Rot-Weiß Mannheim. Ne? Ja, und da haben wir dann überlegt und Erftkreis hier, Erftland. Erftland Tanzkorps. Und das ist aber schon auch schon lang. Wie viel? Ja, 50 Jahre, Maria, 30, 35. Ist das schon so? Ja, so lange ist es schon. Ne? Ja. Und das macht mir noch immer Spaß. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Denn ich habe Angst, wenn ich dran gebe. Ich meine, ich habe auch schon manchmal, dass ich denke, du bist verrückt, 72 Jahre und machst das noch immer. Ne? Aber ich kann die Kinder nicht im Stich lassen. So, jetzt fahren wir mal raus aus Mannheim zur Go-Kart-Bahn, wo Ralf und Michael Schumacher groß geworden sind. Thank you.
Ja. Ja, Tag Leo. Hi. Leo Stein, der Vorsitzende. Hallo Leo. Nicht Vorsitzende, Vizepräsident. Vom Kartclub in Mannheim. Wie heißt der Kartclub nochmal? Der Graf Berger Trips Kartclub in Karten Mannheim. So nennen wir es. Ja. Und den gibt es jetzt hier. Hier gibt es den jetzt seit ca. 1980. Das war so ein bisschen vor meiner Zeit. Da hinten in der Gaststätte sind auch noch Bilder, wie die Bahn früher ausgesehen hat. Da war nur Sand. Keine Bäume, was? Und nur ein Asphaltstreifen. Ja, klar. Also hat sich mittlerweile auch viel verändert. Ja, klar. Für mich ist die größte Veränderung, wenn du die Fotos siehst, die Vegetation. Dass also sehr viel Grün drum und ist. Hier ist ja auch Naturschutzgebiet, also Landschaftsschutzgebiet. Das heißt, wir müssen wirklich hier unwahrscheinlich aufpassen mit der Lautstärke, mit der Verschmutzung. Wir haben auch oft das Ordnungsamt hier und je nachdem, was passiert, kann es uns passieren, dass die Bahn von jetzt auf gleich geschlossen wird. Ja, und das sind natürlich ein Drama, weil die hängt mittlerweile auch in Industriezweig dran. Hinten hat einer die Gaststätte, sein Einkommen, hinten ist der Cardshop. Der Gerd Nowak, der den Michael Schumacher ja quasi mitentdeckt hat, der hat da oben auch sein Büro und arbeitet da. Und das ist echt schon schade. Und natürlich auch für den gesamten Club, wenn wir hier nicht mehr fahren dürfen. Der Graf Berger von Trips war ja Kärpner, also deswegen wahrscheinlich hier in Kärpen. Und Michael Schumacher ist direkt hier oben groß geworden. Ja, also 200 Meter von hier. Ja, also sind hier mit der Bahn eigentlich aufgewachsen, ne? Die Jungs. Ja klar, ich meine, was gibt es Schöneres für uns Jungs, haben wir ja vorher alle erlebt, wie ein bisschen Motorsport zu machen, vielleicht Moped oder Kart. Und wenn dann gerade ein Kart bei nebenan ist, dann machst du das. Ne? Und bei den beiden hat es ja sehr gut funktioniert. Wie lange machst du das ja schon? Ich habe dann durch Michael bin ich ans Kartfahren gekommen, 92. Und ja, seit 92, 14 Jahre fahre ich jetzt und nach zwei, drei Jahren ein bisschen hobbymäßigem Fahren bin ich dann so ein bisschen in die Profiliga reingegangen und hat 10 Jahre lang sehr gut funktioniert und jetzt gehe ich wieder langsam in Kartrente. Ah, gibt es noch andere Mannheimer, die hier aktiv Kart fahren? Ja, das ist schon komisch. Ne? Also da hast du eine der geilsten Bahnen in Deutschland, da hast du Schumacher, den Frenzen, der hierher kommt. Einen anderen Schuhmacher, du hast einen Heidfeld, der hier aus dem Club kommt. Bernd Schneider, der kommt, der lockt aus Ludwig mit seinem Sohn. Also echt gute Namen, die Bahn hier und keiner, kaum einer aus Kärnten fährt Kart. Ja. Also Mannheim nicht und Kärnten ist Mannheim ist sowieso der Einzige seit Jahren. Und Kärnten kann sein, dass man hier und da schon was hört. Aber das sind meistens Hobbyfahrer. Wie lang ist die Bahn? Circa 1070 Meter. Wir haben mal vor Jahren war das Europa-Motodrom. Das hieß, dann war die also in Europa schon eine sehr angesagte Strecke. Vom Fahrerischen her ist das immer noch. Also alle Fahrer sind ziemlich heiß darauf, hier gute Zeiten zu fahren. Und vor fünf Jahren hatten wir durch Michael Schumacher die Möglichkeit gehabt, hier die Weltmeisterschaft auszutragen. Was wir dann auch gemacht haben, war Horror, was hier los war. Allein wegen Michael Schumacher hat selber mitgefahren. Und, das hat nicht jede Bahn jetzt eben das Glück zu sagen, kann nicht jede Bahn vor Glück sagen, dass sie eine Weltmeisterschaft hatten. Wir hatten eine, das ist geil. Aber deutsche Meisterschaften schon öfter, oder? Ja, deutsche Meisterschaft ist jedes Jahr hier eine. Wie sieht das denn aus, wenn Mannheim abgebaggert wird? Bleibt die Bahn hier bestehen? Nein, also so wie es aussieht, wollen die Bahn hier auch verlegen. Ja. Die soll verlegt werden. Die Kartbahn ist ja hier eine Institution, die auch bei den Mannheimern bekannt ist. Gibt es ja schon lange und ich kenne das selber noch aus der Jugend. Man ist zur Kartbahn gekommen, hat sich hier mal ein Leihkart genommen und ist über die Bahn gefahren. Es hat immer viel Spaß gemacht. Aber hat sich die Mannheimer Bevölkerung jemals beschwert, weil es hier vielleicht zu laut ist? Nee, also Gott sei Dank nicht. Ich höre die Bahn auch schon mal bei mir, wenn ich in Mannheim im Garten bin. Und mich stört es nicht. Das ist nur mal kurzfristig und ich habe noch nie einer angesprochen. Dann herzlichen Dank für das Interview. Vielen Dank. Ja. Gerne. Und dann hoffen wir, dass weitergeht damit, ne? Ja, auch nach der Umsiedlung. Auf jeden Fall. Ich meine, was sollen sie denn machen? Sie können schlechten Ort hinbauen ohne Kirche. Also die Kirche kommt definitiv und die Bahn definitiv. Ja, sehr schön, dass das. Prima. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Danke. Bis dahin, ne? Bis dahin. Ciao. Tschüss.
Lass uns doch beim Roten Hahn etwas trinken gehen. Gute Idee. Immerhin die älteste Kneipe im Ort. Und vor allem auch die letzte. Wer kann denn sagen, warum die Mannheimer Lühlepper heißt? Das war von meinem Schafverrat. Ohr. Ich bin originaler Lühle. Schafverrat. Mein Schafverrat Hubert, der Ohr hier oben, der Topfreparateur. Und was ist das, was soll das bedeuten? Also ein Topfreparateur. Ja, Topfreparateur. Die haben alles, die Schwanz und alles. Oder waren in Mannheim irgendwie viele oder was? Nee, zwei Brüder. Zwei Brüder. Also, ja. Zwei Brüder. Und ein Bruder war mein Opa. Ja, warum werden denn die ganzen Mannheimer deswegen so genannt? Also unser Pioclub heißt ja auch Mannheimer Lühle. Also. Wir sind noch die Uhr an. Da musst du aufpassen. Alles, was blinkt, ist mir. Ich habe mal gehört, dass die früher von Dorf zu Dorf gezogen sind. Ja, ganz genau. Hier sind immer, wir sind aus Mannheim und deswegen hießen irgendwann die Mannheimer Lühlepper. Die Mannheimer Lühlepper. Oben, wo die Sprachklausel ist. Ja. Und auf der anderen Seite, wo früher der Michel wohnte, der Brand. Was hört der all denen? Was hört der all denen? Haben viele, viele... Hans Michel, sie husten nicht. Nein, nein. Der Architekt. Ja. Und der dicke Baum hier, da habe ich gehört früher, dass der wäre so als Grenzstein gewesen zwischen Mannheim und Blatzheim. Ja, die Kühe treiben durften bis da. Und bis da, da war die Grenze. Und dem dicken Baum schräg rüber, da stand ein Kreuz, das ist aber geklaut worden. Da waren früher Vater und Sohn, die haben als wieder 17 Jahre sind vom Fach erschossen worden. Aha. Das ist aber, jeder hat mich ausgefunden, aber das Kreuz hin ist gekommen. Lang nur im Krieg, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Nein, das habe ich mir gesagt, das kurz ist. Wie alt soll der Baum denn sein? Da weiß ja keiner, wie alt ist der. Über 300 Jahre. Ja, klar, das ist ja Wahnsinn. Ne? Ja, ja. 300 Jahre müsste der sein. Also ich bin 30 geboren, da stand das schon. Ja, das stimmt. Und ich mache mir dann gesagt, da kommen die Kinder her. Ich habe nie den Klapper, das ist jeder Großpflege. Ich bin auch weg. Der hat hier Unwetter gehust, da weißt du. Mein Vater hat mal erzählt, dass Maifest mal ein Ochse mit in die Kneipe gebracht wurde. Ja, das war unbedingt. Das war kein Ochse, das war. Keine Bulle. Und dann hat er auch noch in die Chef wo wir erst gemacht das Geschäft gemacht. In und der Kneipe. Der Helle, Mut, der wurde es aufgemacht. Henny hat er mit Schlottern raufgeputzt. Wer hätte er gemacht? Henny hat er mit Schlottern raufgeputzt. Ja. Wo erst gemacht das und geht. Ja, und dann kam die Urname daher zum Roten Ochsen. Ach so. Ja, so. Hat er den Namen gekriegt. Da hat er den Namen gekriegt. Roten Ochsen. Guter Ochsen. Das war ja auf der Forsterstraße, die Kneipe. Ja, hinter am Kapellchen. Genau. Ja, ja. Und da war doch mal ein Kino drin, oder nicht? Eine Zeit lang. Nee, war hier. Ach, das war hier. Das war hier. Ja, ja. Rote Hahn. Da muss der Wirt ja seinen Kommentar darüber geben. Ja. Da wurde noch klein. Wurde uns klein? Also noch kleiner wie jetzt. Ja, hier ist auch schon ein Pferd. Das ist auch Kegelbahn hier, ne? Zwei Stück, ja. Gibt es da noch Kegelvereine? Ja, die Lühleppe, ne? Die Lühleppe. Das ist der harte Kerl noch, aber... Ja, wie ist denn die Geschichte mit dem Roten Hahn jetzt entstanden? Das war früher hieß das Lied zum Deutschen Haus. Das war nicht mehr so gerade der richtige Name für eine Gaststätte. Ne? Und das ist dem Wimmer, dem Onkel von mir, das ist bekannt, ne? Dem ist die Gedanke gekommen zum Roten Hahn. Und zwar deshalb, wir hatten auf der Scheune, wir hatten früher hier Gaststätte und Landwirtschaft. Und auf dem Scheunendach stand der Hahn von der alten Kirche, von der vorherigen Kirche. Und der Großvater, der Urgroßvater hat den runtergeholt, bevor die abgerissen worden ist.
Dann haben sie die auf ein Dach gesetzt, auf das Scheunendach. Und Oma sagt immer, wenn der Wind ging und der Hahn drehte sich, hat es gesagt, Mäus. Ne? So nebenbei. Und dem ist dann nach dem Krieg die Idee gekommen, holen wir den Hahn runter und nennen das dann hier zum Roten Hahn. Stimmt, dass das die älteste Kneipe ist in Mannheim? Ja, nicht, ja. Seit 1837 Familienbesitz. Ne? Der Hahn haben wir im Hof, über Beinchen vom Saal. Ja? Der Hahn, der da auf der Kirche. Und die, ja, sicher, die letzte bleibt. Ja. Ja. Ist nur die letzte, ja. Leider. Alles wie du, schön. Ja, Die sagen nur das, dass ich gratis mache mit dem Just-Auto. Er sagt gerade, deswegen verdient er gar nicht. Ich fahre extra noch hin und her, damit der Sprit weggeht. For the girls? Wasser. Ich meine, schon die Jungs sind von Mann, da muss ich mal fahren. Ich muss mit Frauen fahren. Wer ist da? Von wem ist der? Wie, war das Alzheimer? Am Finger. Ja, das wurde mit mitgemischt. Ja, ja, wo er nicht dabei war. Ja, das ist, er hätte gestreut. Ja. Gehen Sie doch. Wie die Kinder immer tun, da ist eine Schule gefällt. Sturmbruchwort. Hier, hör mal. Bist du nicht von Mannheim noch? Nee. Sind alle von Mannheim? Nee, ja, 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 ja. Aber, ja gut, jetzt weiß ich, dass du warst, aber... Ja, Hasbach. Bist du das wohl? Ja, jetzt, ja, ja. Wie ich richtig deine Sicht... Wie alt bist du? Wie alt bist du? Was? Ich kann aber viel gehen von Mannheim. Ähnlich wie du. Ja? Ja, ja, dann aber hörst du... Auf, dann hörst du dich auf. Ja, auf VS, ja, hörst du dich auf. Schande. Na, das ist und der Vater von dem Ripp, der war nach dem Krieg. Wie alt wurde der schon? Der Vater im Krieg, wie alt wurde der? Der alte Ripp. Von Ripps Louis. Der Ripps Louis ist 10 geboren. Louis ist 10 geboren? Ja, nach dem Krieg, wo viel wie war der 35, wird er vielleicht 55, 6 gewesen sein. Ja. Da war nach dem Krieg, ist der Saal, der große Saal, was ich eben schon erwähnt hatte, gebaut worden. Und da war der Wanderkino. Mhm. Und dienstags und samstags war immer Firmenverfügung. Und da hat man die alte Gaststätte, nicht wie das jetzt so ist, war die Theke da vorne. Mhm. Und der Onkel Hans von mir, der Wimmer, der hatte Dienst. Die anderen waren im Kino. Waren am Krieg, war ja auch was Besonderes. Ne? Und es kam der Ripp rein. Und da hatte so eine, der sprach so komisch. Ne? Kam rein und sagte, wie Ritt? Wo sind die Jan zurück? Da sagt Onkel Hans, ja, die sind im Kino. Kino, so eine moderne Kram, was ist das dann? Ne? Hat er dem erklärt, was das ist. Ne? Und er wollte den loswerden, mit dem sich da die ganze Zeit unterhalten, hat er keine Lust gehabt. Hat er den so doll gemacht, damit der hinging. Hm. Ja, ist er in den Saal gegangen, war lief ein Wild-West-Film. Und nach einer Zeit kam er wieder und sagte, wie, das eine sag ich dir. Sag den Bab, wenn moi die Duden nicht alles im Jade sind und mir Jade nicht mit dem Aufnehmen. Er liebt dich. Und er hatte eine Kuh, ja. Und wenn man den fragte, Ripp, wer müht die Kuh? Ja, sagte, wenn man so, die Kuh hüllt einem, ne? Und wenn sie gewodet wird, hüllt sie keinem. Und wenn sie gemullet wird, ist es ein Achsen gesagt. Ja. So, jetzt
Jetzt lasst uns doch mal die Stelle suchen, wo früher die alte Dorfschule gestanden hat. Wie ich mich erinnere, muss die alte Löw hier irgendwo am Marktplatz gestanden haben. Fragen wir doch mal einen Ureinwohner. Wo geht's denn drum? Ja, und zwar hier ist doch die, hier muss doch irgendwo die alte Löw gestanden haben, ne? War das nicht hier? Die Löw, das hier jedes Teil, die hat auf der anderen Seite der Straße gestanden, wo jetzt hier die Feuerwehr ist, halt, diese alte Schule. Also, ach so, die alte Schule. Und in der Schule habe ich auch noch Kind auf dem Unterricht. Ja? Ja. Aha. Und hinten im Hof. Da war aber der Lehrer Jung noch nicht. Nee. Hinten im Hof. Noch eine ältere Schule ist dann da doch die Lehrer zu. Wissen Sie denn, wann das abgerissen wurde? Nee, das kann ich nicht sagen. Also um die Zeit, die Feuer ausgebaut wurde. Ist ja eigentlich schade, ne? Ja. Euer schönes altes Gebäude. Na gut, ja. Dann vielen Dank. Ja, vielen Dank. Schön. Schönen Tag noch, ne? Ja, auch so. Tschö. Drüben biegen wir hier mal rechts ab auf die Berndorfer Straße Richtung Sportplatz. Kommen wir zu unserer letzten Station, dem Sportplatz. Denn heute spielt unser Dorf Fußball. Jeder Verein gegen jeden. Martin, da frag jetzt, wann ist der Verein gegründet worden? Frag. Hast du den Ingo? Ja, warte mal. Verein ist. Also, wieso heißt das? Wilczewski? Nein, du musst fragen zuerst mal, wann ist der Verein gegründet worden? Ja. Das sagst du. Frag mich jetzt. Ja. Viktoria Mannheim, Sie sind ja hier. Ja, ja. 1919 ist der Verein gegründet worden. Und zwar wieder? Von den Leuten Ernisch. Bücher, ja, Pfeiffer und so weiter, ja. Alle kennen wir auch nicht, aber so in etwa. Aber die im Archiv, da sind auch die Namen hinterlegt, ja. Da müsste man nachgucken. Aber wie gesagt, ja. Warum heißt das Wilczewski-Stadion? Weil der Wilczewski-Stoni, der war ja fast 30 Jahre Vorsitzender. Und der Wilczewski-Stoni hat hier viel, viel für den Verein getan. Wilczewski-Tün, der war, sagen wir mal, Mädchen für alles. Der hat den Platz, der war Vorsitzende, der hat alles getan und hat viel, viel für den Verein getan. Und deswegen ist das Stadion hier umbenannt worden auf Anton Wilczewski. Wie viele Mitglieder hat der Verein heute? Circa mit Jugendlichen 150 und 160. Ah ja, und auch aktiv. Wie viele Mannschaften sind das dann so? Mannschaften aktuell im Spielbetrieb ist die erste Mannschaft. Senioren, dann alte Herren und Jugend zusammen mit Bühr
alles von Bambini bis A-Jugend außer B-Jugend. Ja, da reicht es. Und diese Spielgemeinschaften 2001 ist Günther ja zu Chefführer, ich als Vorsitzender. Und ab da haben wir eigentlich immer versucht, mit Nachbarvereinen zusammenzuarbeiten, weil einfach die Anzahl Jugendlicher oder Jungs pro Jahrgang nicht ausreicht, um eine Mannschaft zusammenzukriegen. Ja, ja. Und da sich ja anbietet, mit Blatzheim und oder Bühr zusammenzuarbeiten, haben wir ja schon im Vorfeld mit Leo Kadow als Jugendleiter vor dem Jahr 2000 mit Blatzheim mit zwei Mannschaften zusammengespielt. Mhm. Haben dann gehofft, dass wir irgendwann Bühr ins Boot kriegen, wie wir Bühr soweit hatten, sind dann die Blatzheimer abgesprungen, weil sie mit Bühr nicht konnten. Also diese Kirchturmsdenken, aber wir müssen sagen, wir haben mit beiden fünf zusammengearbeitet und jetzt mit Bühr ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, haben letztes Wochenende das erste gemeinsames Jugendturnier, dieses Jahr in Bühr, nächstes Jahr wird es hier stattfinden, durchgezogen. Und heute, unser Dorf spielt Fußball, sind aber keine Profis oder auch wahrscheinlich. Nein, aber es sind jetzt ganz bunt gemischte Leute, einfach Jugendzentrum und sonst was. Zum Teil kann man auch sagen, Vereinen und ja. Schützenverein. Ein Freund dazu und eine Freundin dazu, ich bin auch Damen mit. Und ja, aber eine Mannschaft nur, ne, haben wir gesehen. Eine, das gute Zwei hat da wie das schon seit 3 Jahren, also dass sie immer so eine gemischte Mannschaft stellen. Und im ersten Jahr, wo damals noch unter dem Vorsitz Willibald Lamberts die erste Dorfmeisterschaft stattgefunden hat, waren 18 Mannschaften da. Und jetzt heute mit 17 Mannschaften ist das zweitgrößte Teilnehmerfeld. Ah, ja. War schon auf 7 Mannschaften geschrumpft zwischenzeitlich. Und auch die letzten Jahre stabilisieren sich die Zahlen. Ist auch eins, wir haben eine junge Mannschaft, die zwischen 18 und bis auf 2 Ausnahmen 24 Jahre alt ist, wo auch einige aus Quadratkerpen mitkicken, die auch ihre Kumpels jetzt eingeladen haben und dementsprechend auch etwas mehr Mannschaften präsent sind. Liegt das möglicherweise auch an der WM, weil es dadurch populärer geworden ist, der ganze Fußball? Ja, wir haben letztes Jahr einen Umbruch vollzogen von alten Spielern, auch wirklich dann junge, noch mehr Mannenspieler, die halt im Seniorenbereich waren wir in FG4. Da haben wir euch letzten Schritt gemacht und gesagt, wir fangen eine junge Mannschaft an. Die soll sich entwickeln. Und sonst mal vielleicht mal aufstellen in der Kreisliga B, damit wir auch wieder bessere Mannheimer Zeiten kommen. Und die besten Zeit hat man nach dem Krieg immer Bezirksliga, Kreisliga A runter, wir Bezirksliga hoch bis 74. Und dann ging es dann später weniger in die niedrigen Gefilde runter. Und wie wir gehört haben, Herr Köhler, Sie haben die ganzen Pokale zu Hause aus den ganzen Jahrzehnten? Ich habe eine Pokale Urkunden vom Verein, auch natürlich dann Pokale für Fußball, wo ich dann mit diversen Mannschaften mitgespielt habe, die ich gewonnen habe. Und da hat man sich schon mehr oder weniger Statistiken unterlagen, vom Verein zu stehen. Von da an, wo ich dann gemacht bin, Geschäftsführer, aber ich von früher weiß. Ja, wunderbar, ja. Und gibt es hier irgendwie so im Fußballverein Angst vor der Umsiedlung, dass das dann auseinanderreißen könnte? Das hängt jetzt von dem Foto ab. Jetzt am Donnerstag ist ja die erste amtliche Planungsausschuss in der Halle, wo ja auf unser Bestreben in diesem Gremium Bürgerausschuss und Gesprächskreis der Stadt Kerb mit auch tätig. Da werden sich die Weichen stellen und dann hängt es davon ab, wie die Bürger für den Standort entscheiden. Denn so wie ich für einen Standort abstimme, heißt es auch, kriege ich eine Infrastruktur oder nicht. Schlicht und einfach. Wenn ich jetzt einfach sage, wir wollen nach Bühr. Und die Stadt Kerpen sagen, ihr habt ja alles da, Bühr, da kommt ihr als 1000 oder 1500 Bürger da dazu. Und Sportplatz, Kirche, also die Diözese wird es genauso sagen, Turnhalle ist alles da. Ja. Wären wir ein Standort, der ein bisschen exponiert liegt, weil wir sind ja kein normales Neubaugebiet, sondern Umsiedlung, also können wir da auch ein bisschen von diesen Landesauflagen vielleicht wegdiskutieren, dann kann man sagen, wir brauchen hier am Ort eine eigene Infrastruktur. Ja. Wenn man irgendwo dazukommt, wird man irgendwann aufgeben, einfach aufgesaugt. Anderen. Und wenn wir die Eigenständigkeit halten können und die Bürger so ihre Stimme abgeben, sehe ich dem ganz positiv entgegen. Das gilt auch eigentlich für alle Vereine, weil solange ich autark bleibe, kann ich was initiieren und man sieht es ja hier. Wir mobilisieren mit diesem kleinen Ort mehr Leute als manch andere, wie zum Beispiel Bühr oder andere Ortschaften, machen nur ein Elfmeterschießen oder sonst was. Als Dorfmannschaft kriegen kaum auch manche mobilisiert, weil es einfach schon wieder zu groß, nicht überschaubar wird. Und das ist der Vorteil für den kleinen Ort. Man kann die Leute locken und man feiert gemeinsam. Ja. Hey! Nochmal? Klar. Jawohl! Ja, ist es echt. Der Ecke ist besser. Nochmal. So, Charlie, vielen Dank für die schöne Tour. Habe ich gerne für Marlin gemacht. Ja, war ein sehr schöner Tag.
Alles Gute, ne? Wiedersehen und alles Gute. Bis dann. Tja, ist echt schade, dass das alles wegkommt, ne? Das stimmt allerdings. Ach, man kann nichts machen. Mannen, du bist uns Heimat, eh sind wir zur Rust. Mannen, du bist uns Heimat, eh kriegt uns keiner Rust. Eh sind wir geboren. Wenn du nicht mit da bist, im Hetze bliebst du drin. Und wenn du nicht mit da bist, im Hetze bliebst du drin. In meinem Dorf hier me Feste und all sind sie dabei. Auf Fastelovend schütze fest. Oder mein Jochai, auf groß, auf klein, auf arm, auf frisch, das spielt doch allgen Roll. Der Hauptsach ist, mir ist dabei und all sind gerade doll. Mannen, du bist uns Heimat, eh sind wir zu Russ. Mannen, du bist uns Heimat, he kriegt uns keiner Russ. He sind mir geboren, he gehöre mal hin. Und wenn du nicht mit da bist, im Hetze bliebst du drin. Und wenn du nicht mit da bist, im Hetze bliebst du drin. Wir haben noch Originale, die meisten im Himmel alt sind. Auf Hochkirchens Jupp oder Wimmisch Hens oder Fällisch Will. Auf Schmitte Willem Acklahammer oder Ziare Tünn. Jeder von denen wusst genau, na Mannem, ihr hört mal hin. Mannen, du bist uns Heimat, eh sind wir zu Russ. Mannen, du bist uns Heimat, eh kriegt uns keiner Russ. Eh sind wir geboren, eh gehöre mal hin. Und wenn du nicht mit da bist, im Hetze bliebst du drin. Und wenn du nicht mit da bist, im Hetze bliebst du drin. Und wenn ich des Nachts durch die Straße jon, dann denk ich so bei mir. Wie jen ich dich mit meinem Hand, wie jen bin ich bei dir. Doch eines, das ich weiset, ja, dann jittet dich nicht mir. Doch meine Erinnerung an dich, die nimmt mir keiner mir. Mannen, du bist uns Heimat, wir sind mir zu Huss. Mannen, du bist uns Heimat, ich krieg uns keiner Russ. Hier sind wir geboren, hier gehöre mal hin. Und wenn du nicht mit da bist, im Hetze bliebst du drin. Und wenn du nicht mit da bist, im Hetze bliebst du drin. Mannen, du bist uns Heimat, hier sind wir zu Huss. Mannen, du bist uns Heimat, ihr kriegt uns keiner Russ.
hier sind wir geboren, hier hören wir hin. Und wenn du mit mir da bist, im Herzen bliebst du drin. Und wenn du mit mir da bist, im Herzen bliebst du drin.